Prinzipien, nach denen ihr lebt, formen eure innere Wahrheit und auch euren Horizont. Hinter einem Gefühl oder nach einem Gefühl kommt gar nichts mehr. Aber hinter jedem Prinzip steckt ein inneres Versprechen an euch selbst. Wenn wir über das Thema geistiges Wachstum sprechen, dann steht im Zusammenhang oft das Thema Umfeld. Welchen Einflüssen setzen wir uns in unserem Umfeld aus? Welche Impulse sammeln wir von außen? Das ist aber nicht die richtige Frage. Die richtige Frage sollte sein: Welche Impulse gebe ich meinem Umfeld? Welchen Einfluss übe ich auf mein Umfeld aus? Wenn wir uns mit dem Thema geistiges Wachstum auseinandersetzen, dann folgen unweigerlich auch die Themen wie Schmerz und Leid. Bei geistigem Wachstum geht es auch besonders darum zu verstehen, dass es okay ist, nach einer richtigen Entscheidung traurig zu sein. Eine Entscheidung lässt sich immer darin bemessen, wie viel Mut sie uns gekostet hat. Und das wahre Leid erfahren wir immer dann, wenn wir uns nicht zu einer festen Entscheidung durchgerungen haben. Schmerz lässt uns außerdem Fragen stellen, die wir uns vorher nie gestellt hätten. Und wir kommen zu Antworten, die wir sonst nie gefunden hätten. Das ist schon wieder destruktiv.